Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute, wie man unschwer hoffentlich erkennen kann, Minecraft. Was man allerdings nicht so leicht erkennen kann, ist, dass wir Minecraft noch gewürzt haben mit einer Mod, nämlich Better Than Wolves. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur euch und mich, sondern auch noch den Asraltar, der mit mir hier durch die Welt gehen wird und jetzt Hallo sagen darf. Hallo. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir erstellen erstmal eine neue Welt. Und zwar nennen wir die mal LP. Kreativ. Ja, das habe ich mir schon lange im Vorhinein überlegt. Welttyp Standard, Cheats brauchen wir nicht, Bonustruhen brauchen wir nicht. Cheats, ne? Würde ich anmachen. Sicher? Ja, vielleicht machen wir mal. Ja, das kann man mal gebrauchen später. Wobei, das kann ich auch gleich noch im LAN-Modus anmachen. Ja, stimmt. Den Startwert lasse ich aber zufällig, ne? Ich erstelle dann mal. Oh, es geht los. Oha, da spawnen wir mal ganz schön. Ja gut, ich muss jetzt eben die Welt öffnen, ne? So, ja, dann machen wir mal die Cheats an. Ist offen. Refresh. Stimmt, da bist du. Hallo, ja. Wo bist du denn? Direkt hinter dir. Ich dachte, es sah gerade so aus, als würdest du nach hinten gucken, als wäre dein Kopf falsch rum. Echt? Hallo. Hallo. Ja, Better Than Wolves spielen wir. Ich habe noch gar nicht gesagt, was das ist, ne? Vielleicht kennt das der ein oder andere ja schon und ja, willst du das mal erklären? Ich an und fäll einen Baum. Ja gut. Also du kannst ja erklären in der Zeit, aber dann haben wir schon mal Holz. Ja, Better Than Wolves ist eine Modifikation, die sich ausgedacht wurde, weil der Autor sich gedacht hat, dass die Zeit, die die Mojang-Leute investieren könnten, um Wölfe einzuführen beispielsweise, besser genutzt werden könnte, indem man funktionale Dinge einbringt. Und deswegen gibt es in dieser Mod unendlich viele Dinge, die irgendeine Funktionalität haben und das Spiel erweitern. Das heißt, es gibt zum Beispiel Mechaniken und ganz viel. Das werden wir später alles noch sehen. Die Idee ist dann dabei, dass... Ich hoffe, ich sage das jetzt alles richtig, ne? Du musst mich... Ja, ich korrigiere dich, wenn was ist. Korrigieren. Und man sieht deinen Namen überhaupt gar nicht da angezeigt. Über dir. Das liegt, glaube ich, auch an der Mod, ne? Damit das man sich nicht so leicht genau, finden das kann. Ist für hauptsächlich für Anarchy-Servern ein Feature gewesen. Das kann man in der Better Than Wolves Wiki, wenn man das bei Google eingibt, alles sehr schön unter den Hardcore-Modes nachlesen. Also wir werden später auch zusammen sehen, dass manche Sachen ganz anders funktionieren, zum Beispiel Eimer werden ganz, ganz anders funktionieren. Items im Wasser werden sich anders verhalten, das ist ganz interessant. Du hast mir eine Axt gegeben, ne? Ja, natürlich. Hui. Dann fäll ich hier mal den Birkenbaum. Es ist doch so, dass die Welt, beziehungsweise dass die unterschiedlichen Dinge, die man craften kann, eingeteilt sind in unterschiedliche Zeitalter, ne? Genau, wir sind jetzt gerade in Age of Vanilla, wenn man so möchte, also im Zeitalter des Original-Minecrafts, in dem wir noch überhaupt nichts mit dem Better-than-Wolves-Mechanismus zu tun haben. Und später kommen wir dann in The Age of Wood, Tier 1, und da werden wir dann einen Mühlstein bauen, wir werden einen Handbetrieb für den Mühlstein bauen, damit wir zum Beispiel Knochenmehl herstellen können oder aus Getreide Mehl machen können, weil man ja jetzt Mehl und einen Ofen braucht, um Brot zu backen. Was ist denn mit deinem Tonus? Du bist ein bisschen merkwürdig ab und zu. Vielleicht höre ich das aber auch nur. Macht ja nichts. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich erkältet bin. Dann hast du aber eine sehr elektronische Erkältung. Oh, dann ist das Skype. Gut. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir eine Hütte bauen, oder? Ja, fände ich auch ganz gut. Fang du am besten schon mal an zu bauen. Ich mache in der Zeit noch ein bisschen Bäume klein. Hier sind noch ein paar schöne Eichenbäume. Ich mag Eichen mit sehr gern. Das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt, ne? Wir spielen auf normal oder einfach? Guck mal kurz nach. Ich bin eigentlich gar kein Freund von den Monstern. Also, ja, aber wir brauchen ja... Wahrscheinlich total unbeliebt, aber... Wir brauchen ja Knochen. Ja, stimmt. Das ist genau das Problem. Und Nitro brauchen wir auch. Ich hoffe mal, du bist nicht nah am Wasser gebaut, denn... Ganz genau. Ich schneide einfach die schlechten Witze raus und vielleicht schneide ich stattdessen gute Witze rein. Aber dann von anderen. Irgendwie von Helge oder so. Genau.
1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5 ist eine gute Zahl. Ja, Betten funktionieren zum Beispiel auch nicht mehr in Better Than Wolves. Das heißt, wir werden uns wohl oder übel durch die Nacht prügeln müssen. Das finde ich allerdings ein bisschen schade. Aber was soll's. Es geht halt ein bisschen darum, das Spielgefühl zu intensivieren und ein bisschen schwieriger zu machen. Deswegen werden viele Dinge, die eigentlich unlogisch sind, dass man zum Beispiel im Bett die Nacht überspringt, ist eigentlich nicht unlogisch, ne? Nee, das ist nicht unlogisch, aber ich glaube, in den Augen des Machers ist es unlogisch, dass jemand, der in einer neuen Welt gestrandet ist, sich als allererstes durch scharfe Verkloppen ein Bett baut und beschließt, dass er ja eigentlich, ja... Genau, wir wissen alle, was du sagen wolltest. Wenn man ein Bett anklickt, dann steht dort Too Troubled to Rest. So, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ich sehe da hinten gerade ein sehr schönes Gebiet hier, das ich jetzt so durch das Fehlen der Bäume sehr markant zeige. Ich sehe da noch gar nicht so viel. Ich sehe hier nur die Andeutung eines Gebirges. Ja, aber ich glaube, das... Das könnte was werden. Mal schon mal schauen. Aber ich brauch doch Holz. Achso, stimmt. Warte mal ganz kurz. Dann gebe ich dir mal noch schnell, hier ist ein bisschen Birke, hier ist noch ein bisschen Eiche und hier sind nochmal 56 Baumstämme. Ja, das dürfte reichen. Wie hast du denn so schnell 56 Baumstämme gefällt? Minecraft. So. Ach, hübsch, ein kleiner See. Naja, da kommt drauf, glaube ich. Das müssen wir mal ausprobieren, wie Wasser sich genau verhält in Bezug auf Dingens. Oh, ich glaube, da ist auch Kohle dran. Da gehe ich direkt mal wirklich rüber. Sag mal, du hast Steine, bringst du mit, ne? Ja, Steine bringe ich jetzt mit, aber das kann noch ein paar... Ich bin ins Wasser gefallen. Ein paar Sekunden dauern. Da dann werde ich hier jetzt mal einfach das Haus weiterbauen. Ja, genau. Da brauche ich nämlich gleich Cobblestone für. Ui, ja, da... bin ich hier mit diesen... Das ist tatsächlich gar kein Gebirge. Das sind mehr so einzelne Felsnadeln. Gleich auch nicht mehr, aber... Dann sei vorsichtig mit den Fingern. Warum auch immer. Schon wieder Helge. Nein. Doch. Ja, genau. Jetzt kommt Helge. Wie viel Cobblestone brauchst du denn so? Also ich hätte jetzt erstmal für Werkzeug mit. 3. Nein, mach ruhig ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Wir sind ja auch zu zweit. Ich zieh die Axt erstmal kaputt. Die Axt? Was für eine Axt? Spitzhacke. Ah, gut. Ja, da freue ich mich schon sehr. Ich dachte schon, du hättest irgendwelche geheimen Techniken. Ja, genau, ich habe noch eigene Mods. Da freue ich mich sehr auf die neuen Werkzeuge aus Better Than Wolves. Da gibt es nämlich, in der Mod gibt es verbesserte Werkzeuge, nämlich eine Kombination aus Axt und Schwert, die Battle Axe. Also eine Axt, die gleichzeitig eine Waffe ist. Und es gibt die, ich habe keine Ahnung, wie das Ding auf Deutsch oder auf Englisch heißt, auf jeden Fall eine Kombination aus Schippe und Spitzhacke, damit man nicht so viel Inventarplatz raushaut. Beides hält für über 2000 Anwendungen. Und ist halt aus, gibt's auch den berühmten Göffel? Was ist denn der Göffel? Gabel und Löffel. Ah, nee, Göffel gibt's hier nicht. Schade. Dann könnte man gleichzeitig unterschiedliche Dinge essen. Ich habe kein Holz. Ah, doch noch. Ich habe noch Holz. Ich könnte versuchen, dich mit einem Wolf zu breeden, dann hätten wir einen Möter. Richtig. Haben wir Wölfe? Hast du Wölfe schon gefunden da hinten irgendwo? Habe ich noch nicht gefunden. Gibt's hier hinten nicht. Würde ich später in das Tigerbiom mal reingehen. Ich glaube, da findet man dann wieder welche. Ist ja oft so, dass die in Wäldern sind. Aber wir brauchen ja eh Knochen dafür, ne? Richtig, das heißt, wir müssen sowieso erstmal ein paar Nächte durchbringen. Vorher vielleicht eine Eisenrüstung wären, glaube ich, ganz von vorne. Also ich habe einen Plan, wie das hier aussehen soll. Man kann es jetzt wahrscheinlich noch nicht erkennen. Es liegt vielleicht daran, dass das Fundament fehlt. Oh, ja, okay. Lieber Asralta, bitte hol mir ein Fundament. Lieber Fred, ich brauche Fundament. Ja, ich habe 60 Fundament dabei. Und komm jetzt mal zurück. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ah, da ist das Schnee. Oh, es wird Abend, ne? Oh ja. Oh, dann solltest du schnell das Fundament bringen. Ja, ich bin vor allen Dingen auch schon ein bisschen hungrig und werde, glaube ich, nicht mehr heilen. Also das wird interessant, diese Nacht. Weil wir auf einfach spielen, verlieren wir nur die Hälfte des Lebens. Ja, okay. Ich mache erstmal dicht. Hier kommen später Fenster rein. Und Türen kann man ja schon mal benutzen, ne? Ja, ich glaube noch. Ich muss jetzt hier noch einen Weg finden, wie ich wieder zurückkomme. Ich bin hier vorhin so einen Hügel runtergesprungen und ja, hochspringen geht nicht, ne? Bin jetzt in der Pampa verloren. Ach, da.
ist zwar noch ein Baum im Weg, aber haha, sieht schon wieder gefährlich dunkel. Ja, das. Oh, ich habe auch schon einen Samen gefunden. Ja, da habe ich auch schon einen dabei. Ich habe auch noch 3 Setzlinge, aber da wollte ich mich erstmal mit zurückhalten. Wir brauchen ja nachher Hanfsamen. Kriegt man die genauso wie die Weizensamen? Kriegt man genauso, nur mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Was wir jetzt natürlich noch nicht haben, ist, hol mal die Werkbank ganz schnell ins Haus. Ja, das hatte ich gerade vor. Wir haben noch gewisse Probleme, was Licht angeht. Oh ja. Also, wo ist denn der Eingang? Hier, wo du auch angekommen bist. Ja, dann stell doch mal die Werkbank schon mal hier. Das ist auch hübsch. Ich stell die mal. Vor allen Dingen, weil Spinnen da jetzt einfach so runter durch können. Auch. Sehr gut. Hast du noch Holz? Ist auch nicht so gut, wenn es so dunkel ist. Ne? Das kann man, glaube ich, auf YouTube nicht so gut erkennen. Holz habe ich noch ein bisschen. Hast du noch richtig Holz, oder? Ja, hier. Das habe ich da mal einfach hingeworfen. Ich baue jetzt mal eine Tür. Ja, 9 ist jetzt nicht perfekt, aber aus 2 kriege ich immerhin 6 Kohlen. Das sollte dann auch erstmal reichen. Bock, 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 wo ist denn hier ein Huhn? Das weiß ich nicht. So. Du darfst jetzt mal raten, wo der Stein hingehört. Oh, ja, richtig. Ich bin auch ein Vollidiot. Ja, da nicht. Schade. Ja, hier kann man sich draufstellen und hat dann... Naja. Oh, ich mache mir mal ein Schwert, dann kann ich vielleicht schon mal das ein oder andere Skelett verprügeln. Das ist eine gute Idee. Dafür brauche ich aber allerdings 2 Steine. Kannst du mir die so werfen, dass die direkt in mein Inventar flutschen? Ich weiß es nicht. Ich fundamentiere. Also ich mache erstmal dein Fundament fertig, auf das du so scharf warst. Eine sehr kleine Hütte geworden erstmal, ne? Ja, irgendwie habe ich das auch größer mir vorgestellt, aber kann man ja später noch erweitern. Ja, wir bauen einfach später oben noch ganz viel. Ja, du hast mir auch direkt nur 2 Steine gegeben. Ich habe große Pläne. Ich habe jetzt natürlich noch Hunger, ne? Das ist nicht so schön. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen sicher ist. Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei den Mobs? Bei der Mod? Ne, Enderman sollte man weiterhin nicht so richtig angucken. Aber abgesehen davon, ich leuchte vorm Haus mal ein bisschen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe mich nur kurz unterhalten mit dem Zombie hier. Achso, ja, klar, grüß ihn. Irgendwas stimmt mit den Spinnen, glaube ich nicht. Die scheinen noch nicht so ganz texturiert zu sein hier in dem Texture Pack. Ich werde einen Link zu dem Texture Pack, glaube ich, unten drunter packen. Man ist ein bisschen begrenzt, weil es nicht so viele Texture Packs gibt, die mit Better Than Wolves harmonieren, denn Better Than Wolves fügt ja jede Menge Blöcke hinzu, die dann auch texturiert werden wollen. Die Spinnen gehören allerdings nicht dazu. Man kann jetzt wahrscheinlich, ich hoffe, man kann hier einigermaßen was erkennen. Ich kann ja die Helligkeit hochstellen, ne? Ja, das kannst du ja später machen. Ich stelle uns schon mal Werkzeug her ein bisschen. Nein! Bist du abgeblowt worden, oder? Ich war gerade in den Einstellungen, da steht hinter mir ein Creeper und ich höre nur Ja, ich hab's auch gehört, aber ich hab's nicht. Wo bist denn du? Ich hab keine Ahnung. Ich laufe gerade so ein bisschen durch den Wald und hoffe, dass ich nicht zu weit wegkomme. Ach, ich sehe die Hütte ja noch. Ja, du bist auf jeden Fall noch bei uns in der Nähe. Ich hab jetzt schon mal das Fundament fertig gebaut. Unten. So. Hab die Tür wieder zugemacht und... Ja, ich fange jetzt am besten schon mal an. Da ist ein Skelett. Eieiei, hier ist ja eine ganze Armee. Ja, das ist manchmal so. Au, au, au. Ah. Nein, ich bin gefangen. Wer ist denn da explodiert? Ein Creeper. Das war kritisch. Aber direkt 2 Level bekommen. Ich habe auch nur noch 4 Herzen. Ich traue mich nicht an ein Skelett. Ich komme mal zurück. Und, hast du schon was Leckeres gekocht? Ah, das ist ein Enderman. Bei Enderman habe ich immer noch mega Schiss. Also das ist so der für mich unangenehmste Gegner eigentlich bei Minecraft. Ich finde diesen ganzen Teleportationsmechanismus sehr anstrengend und deswegen gucke ich die auch einfach gar nicht an. Was machen wir denn jetzt die Nacht über? Ich traue mich nicht. Ich muss irgendwas essen. Ich kann ja dieses Gammelfleisch essen. Ja, ich muss auch was essen. Da sind wir auch so ein bisschen in derselben Position, aber ich habe 3 Knochen. Das macht ja nur, dass ich schneller wieder hungrig werde, ne? Ja, das heißt, wenn du dich jetzt nicht bewegst, bist du ja eigentlich auf der sicheren Seite. Ach, ich habe ja auch Äpfel.
Ich habe Äpfel im Inventar und ich esse natürlich das alte Zombie-Fleisch. Hast du vielleicht ein paar Äpfel übrig? Einen habe ich über. Das ist schon mal lieb, dankeschön. Oh, guck mal, ich brauche direkt wieder Samen. Ja. Ach, die könnten wir auch direkt anpflanzen, ne? Wir sind ja nah am Wasser gebaut. Ja, richtig. Den Witz habe ich schon gemacht, ne? Aber der ist ja rausgeschnitten wegen und stattdessen kommt ein Helge Schneider-Witz. Aber Helge Schneider ist auch nicht geeignet für so kurze Witze. Vielleicht schneide ich irgendwas anderes rein. Oder ich lasse das einfach. So, ich werde hier mal ein bisschen Felder bauen. Ich führe hier gerade Creeper on Ice auf. Du hast Knochen, hast du gesagt, ne? Ja, Knochen funktionieren auch nicht mehr so wie vorher. Das ganze Düngen funktioniert nicht mehr so wie vorher. Und zwar war es vorher bei Minecraft so, dass man, wenn man mit Knochenmehl auf ein bebautes Feld gerechtsklickt hat, bekam man sofort die fertige Frucht. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt muss man einen bisschen umständlicheren Weg gehen. Man muss mit Knochenmehl auf ein bebautes Feld klicken oder auf ein unbebautes, um den Boden zu düngen. Und was dann darauf wächst, wächst schneller. Ist der dann für alle Zeiten gedüngt? Nee, für einen Zyklus. Oh. Und man braucht natürlich einen Mühlstein, um Knochen zu Knochenmehl zu verarbeiten, weil Knochen mit der Hand zu Knochenmehl zu zerdrücken, das ist wohl kaum im Fähigkeitsspektrum von Steve. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber ich habe schon Hanfsamen gefunden. Die pflanze ich mal hier ein, ne? Ja, mach das. Wir brauchen 54 Hanffasern. Erstmal für den ersten Schritt in Richtung automatisierte Mühle. Wir fangen mit der Mühle an. Wir fangen auf jeden Fall mit der Mühle an. Ich würde es so machen. Ich sammle mal jetzt noch. Wichtiger ist aber vorher Getreide. Das habe ich jetzt beim Singleplayer-Spielen stark festgestellt. Wir brauchen auf jeden Fall Getreide. Oh, ich brauche mal. Was Geheimes. Das verrate ich dir nicht. Ich freue mich ja schon. Keiner weiß, was ich hier brauche. Nur die, also du weißt es nicht. Alle anderen wissen es, weil die ja zugeguckt haben. Ja, so wird's sein. So und nicht anders. Noch Schneebälle. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du irgendwie zurückgeworfen würdest oder eingeseift bist. Leider nicht. Ich kann kurz in den Schnee rennen und ein bisschen machen. Aber wir müssen jetzt wirklich warten, bis das Getreide wächst, ne? Ja, wir müssen. Das ist eins der Probleme dieser Mod. Ah, Spinne. Die Spinne-Eis-Creeper-Kombo ist übrigens sehr gefährlich. Apropos Spinne-Eis-Creeper-Kombo. Kannst du dich um den Creeper kümmern? Ich habe noch anderthalb Herzen. Ja klar.